Wenn wir die Übung ankündigen, und zwar, es freut uns, dass heute Abend zu uns kommt, und zwar wer? Der Herr Kammersinger. Alfred Schramme, herzlich willkommen in Mistelbach. Der Kammersinger. Alfred. Wie? Also, der Alfred. Alfred. Ja. Ich sage ja nicht, nur zum Tischler, Herr Tischler. Richtig, Herr Tischler. Bitte, Herr Alfred. Nehmen Sie Platz, Herr Alfred, das war? Okay. Ich auch. Du auch. Okay. Ich setze mich jetzt zu dir. Ich sage einmal, ich bleib stehen. Das, ja. Die Achtung. Jetzt schauen wir uns übertreiben. Ja. Das ist es. Gut. Alfred. Ja. Der fühlt sich wirklich so auch so. Ich bin da. Also, du Alfred, sag ich. Du Mietlitschka. Du. Du Alfred. Du kleiner Grießbaum, ne? Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Also mein. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber dein Bruder hat gerade gesagt, war das nicht der Unterschied? In Tschenka dann noch mal. Der hat nämlich gesagt, der kleine Lehrbauer hat zum ersten Mal eine Kundschaft, die Haare geschnitten, diese Geschichte vom Schenk. Ja. Und der hat gesagt, Chef, ich bin fertig, nicht? Der ist fertig. Und dann sagt er, kommt der Chef und sagt, was? Das ist eine Frisur, bist du deppert? Schau dir das an, wie das ausschaut. Das ist echt gut. Die brauchen nicht so. Ja, Alfred, danke fürs Kommen und dass du dich in den Dienst der guten Sache gekommen hast. Und vor allem, dass du uns was heute vorteilst. Also diesmal nicht gesanglich, sondern literarisch. Du hast heute Pause, heißt das. Du kannst deinem Hobby nachkommen. Darf ich aber sagen, Entschuldigung, ich habe zuerst mit dem Alfred gesprochen und habe ihn gefragt, was er mir rät, um meine Stimme zu bessern. Und er hat gemeint, was ich da habe am Hals, das sind Muskeln. Und das stimmt wirklich. Du hast gesagt, ja. Stimmbänder und irgendwelche. Ja. Auf jeden Fall sind das Muskeln. Und Halsmuskeln. Und die muss man behandeln, Halsmuskeln. Ja. Muss man behandeln mit kalten Getränken. Ja, das ist jetzt eine ganze Zeit ein bisschen falsch. Ja, wie man Tee trinkt. Gell? Ja, das ist ja wirst du das sagen mit den Sportlern? Wenn man beim Fußballmatch schaut, nicht? Also, ja. Also wenn sich einer verletzt am Knie oder am Oberschenkel, aber wenn da keiner mit Hassen Bänder gibt. Das kommen alle mit, ja, die kommen alle mit dem Winter. Meine Damen, aufpassen, alle mit Eis, ne? Die Mut ist unter euch, wenn die Kinder verkühlt sind, künftig was kurz geben, kein Tee oder so, ist so. Falsch. Entschuldigung. Herr Dr. Jedlitschka, so. Wir tun jetzt die ganz kurz unterbrechen. Wir haben auch heute... Also kalte Getränke. Und auch meine Mutti, dass du das weißt. Bitte, meine Frau schon. Ist auch da. Geben Sie dem Buben nichts Warmes. Ja. Ich will es da so und den trinken müssen. So. Entschuldigung. Wir haben auch heuer wieder unsere, bleib ernsthaft, das kommt jetzt ein ernstes Thema. Ja. Wir haben auch heuer wieder unsere Telefonhotline geöffnet, meine Damen und Herren Bürger von weit und breit können bei uns anrufen. Und natürlich etwas zum Thema Weihnachten fragen und natürlich auch Fragen an den Herrn Kammersinger stellen. Herr K., haben wir schon einen Spot? Ja, hallo! Bitte im Bollstorf? Nein, Sie sind in Mistelbach. Christmas in. Nein, no, ich glaube, das war nicht so besonders. Ne? Vielleicht sollte man die Jury ein bisschen. Die Regie ein bisschen an der Vorauswahl arbeiten. Ich sehe schon, oder ich sehe nichts, aber ich glaube, dass der nächste Anrufer kommt. Hallo? Ja? Bin ich da richtig bei Christmas in Mistelbach? Ja, da sind Sie richtig. Sagen Sie, was heißt denn eigentlich Christmas? Christmas ist Englisch, heißt Weihnachten, also übersetzt heißt das ganze Weihnachten in Mistelbach. Der so mal denkt, dass es mir heute nicht versteht. Ist nämlich da, die ist nämlich hingefahren. Wer ist denn da, Ihre Frau? Alfred, erst mal, ich finde die Sachen nicht. Wir waren gerade bei der Ernsthaftigkeit der Einspielungen. Danke herzlichst. Aber ich hoffe, es kommt was Gescheites. Kann man das nicht steuern, dass man da ein bisschen einen vielleicht sollte man eine Frau bringen. Ja. Du eine Frau in die Leitung legen. Bitte. Guten Abend. Guten Abend, liebe Frau, grüß Gott. Hm. Ich hätte zwei Fragen an den Herrn Kammersinger. Ja, bitte. Wann kommt denn endlich eine CD von Ihnen heraus? Also wann kommt jetzt eine CD von dir raus? Ja, ich versuche, gute Frage. Im Jahr 2007 mein Programm nichts Ernstes aufnehmen zu lassen auf CD.
Sehr gut. Nächstes Jahr. 2007. Ja. Die Frau Sandra in der Leitung. Wann treten Sie wieder einmal in Mistelbach hier im Stadtsaal auf? In Mistelbach komme ich mit einem Teil der Wiener Philharmoniker, die meine Freunde sind, und wir haben ein Ensemble gegründet. Und wir werden da Strauss und Lanner und alles Mögliche, ja, werden die spielen hervorragend, weil eben Philharmoniker, und ich werde ein bisschen was singen und auch ein bisschen was erzählen. Das wird dann im Frühjahr oder zum Sommer hingehen. Das ist eine Sache des Herrn Kulturstadtrats. Ho, ho, ho. Passt das nicht, Frau, so für Sie? Danke sehr, dann komme ich natürlich. Schön, für Sie. Haben wir noch jemanden in der Leitung? Ja, hallo, bin ich schon dran? Ja, bitte, ja. Sagen Sie, ist das vielleicht möglich? Ich würde gerne das Christkind sehen. Geht das bei euch? Alfred, glaubst du, geht das bei uns, dass man das Christkind sieht? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Ja, warte ein bisschen. Warte, warte. Ja, okay. Ja. Also geht das, dass man bei uns das Christkind sieht? Nein, da kann ich nur so viel dazu sagen, was ich da jetzt vorlese. Du lest jetzt was vor. Ich lese jetzt was vor über das Christkind. Okay. Dankeschön, ganz lieb, das höre ich mir gleich an. Ah, schön. Nicht ungeduldig sein. Wo ist der Wallace? Wo ist der Wallace? Ja, das Mikrofon. Ich hole das. Du. Bitte, das Christkind. Ja. Einmal möchte ich das Christkind sehen. Ich habe im Traum einen Engel gesehen mit silberweißen Haaren. Sie wissen, die halt riesig gern, ob das das Christkind war. Die Flügel, die waren ganz aus Gold und das Gesicht lieb und fein. So ein Engel kann doch nur das Christkind selber sein. Ich hab's zwar noch nicht wirklich gesehen, ich stelle mir es halt so vor. Und wenn ich nicht bald Gewissheit hab, ist aus mit meiner Ruhe. Das Christkind kommt jedes Jahr zu mir, wenn es mich beschenken tut, doch immer, wenn ich reinkomme, ist er schon wieder fort. Auch jedes Mal, wenn das Klecker leid, da saus ich wie der Blitz und lass mir keine Sekunden Zeit, doch nutzen tut's mir nichts. Immer wieder komme ich spät, jedes Jahr dieselbe Geschichte. Ich kann mich dummen wie ich will, ich krieg's nicht zu Gesicht. Dabei ist nicht die Neugier nur, die mich seit Jahren plagt. Ich hätte halt nur dem Christkind wohl gerne einmal Dankeschön gesagt. Drum passe ich heuer doppelt auf. Vielleicht gelingt es mir doch. Wenn ich es einmal erwischen könnte, da war ich richtig froh. Mein größter Weihnachtswunsch ist halt, wenn ich so recht bedenke, einmal möchte ich das Christkind sehen. Das war mein schönstes Geschenk. Also, ich habe etwas, was nur, also wie soll ich sagen, mittelbar mit dem Weihnachtsfest zu tun hat. Nämlich die Frau Justizrat Semmelbrösel wünscht ihren Weihnachtsurlaub in dem schönen gelegenen Finsterwald zu verbringen. Und da sie weiß, dass der Andrang sehr groß ist, fährt sie einige Wochen vorher dorthin, um sich ein Zimmer nach ihrem Geschmack zu sichern. Sie fand auch ein solches und fuhr beruhigt nach Hause. Da fiel ihr aber plötzlich ein, dass sie vergessen habe zu fragen, ob auch ein Wasserklosett vorhanden sei. Sie bat daher den Bürgermeister schriftlich um Auskunft, schrieb aber das Wort Wasserklosett nicht aus, sondern kürzte es mit WK ab. Der Bürgermeister las das Schreiben aufmerksam durch, aber trotz eifrigen Nachdenkens brachte er nicht heraus, was WK bedeuten könnte. Er ging zum Dorfgeistlichen und fragte diesen nun um Rat. Nach langem Hin und Her stellten beide fest, dass mit WK nur die erst kürzlich erbaute Waldkapelle gemeint sei. Also voll Freude schrieb der Bürgermeister nun folgenden Brief. Sehr geehrte Frau Justizrat, WK ist vorhanden, liegt circa eine halbe Stunde vom Dorf entfernt, inmitten eines Waldes. Schon der herrlichen Lage wegen ist ein Besuch dort zu empfehlen. Geöffnet ist WK Mittwoch, Samstag und Sonntag. Es empfiehlt sich schon eine Stunde früher, sich dort einzufinden, da der Andrang sehr groß ist. Doch brauchen Frau Justizrat keine Angst zu haben, denn es gibt 60 Sitzplätze und auch für Stehplätze ist gesorgt. Die Fremden sitzen auf einer Galerie und können die Vorgänge gut überschauen. Bei schönem Wetter findet die Sache im Freien statt. Sonntag empfiehlt sich der Besuch ganz besonders, da kann die Sache mit Orgelbegleitung ausgeführt werden, weil die Akustik ist ganz ausgezeichnet.
Man kann die Töne weit über 100 Meter hören. Der Hoffnung auf einen baldigen Besuch und ein fröhliches Weihnachtsfest in der BK grüße der Bürgermeister. Und zwar ist das ein Brief aus der schönen Tschechoslowakei, beziehungsweise aus der damals, jetzt aus der Tschechei. Und zwar heißt das Weihnachten im Elternhaus. Nur bei uns zu Hause im Elternhaus tun die fröhlichen Weihnachten immer recht fröhlich verlaufen. Der liebe Vater sagt zu mir und meinem Bruder Ferl schon meistens 4 Wochen bevor die feierlichen Wörter. Rotzbumes, ihr ländigen Verdammte, auf die heiligen Weihnachten heuer Tänze kann man frei. No, und da freuen wir sich halt schon so viel auf die selige Weihnachtszeit, wo doch alle von der Großmutter angefangen in der Hoffnung sind und tun schon gar nichts mehr lernen, tun vor lauter Hoffnung nicht. Die liebe Mutter kauft für sämtliche Familienmitglieder Überraschungen ein, mit Ausnahme von meinem ältesten Bruder, in lieben Zacharias. Denn was die liebe Mutter nicht schmecken kennen tut, weil derselbe nämlich in lieben Vatern so ähnlich schaut. Daher hat sie einen Giez auf denselben. Derselbe kriegt das Geschenk meistens die alten Chiroe von mir und den lieben Ferrer, die was uns die liebe Mutter hat aus dem Herrn Onkel, den Herrn Stadtrat, seine Hosen von hinten hat machen lassen. Der lieben Großmutter, die was auf einen von alle beide Uhren schwerhörig ist und dabei den ganzen Tag käppelt, der kauft der liebe Vater alle Jahr ein neues Grammophon, damit sie früher taub wird. Dafür kriegt der liebe Vater von der lieben Großmutter, die was sie nicht schmecken können tut, weil er ihr Schwiegersohn ist, sehr häufig einen Revolver, weil nämlich der liebe Vater in seinem Zurn einmal ausgerufen hat, er möchte sich am liebsten aufhängen. Das Schönste, was die liebe Mutter kauft, kauft sie allerweil für den Herrn Zimmerherrn im Nebenzimmer daneben nebenan. Nämlich eine ganz frische Unterwäsche, in dem nämlich der Letztere ein so seelensgutes Herz besitzt und die Erstere häufig am Schoß nimmt, wann gerade der liebe Vater in den Versammlungen weilt, um da selbst als Urdner seine Tätigkeit zu entfalten. Dahingegen fühlt sich der liebe Vater häufig hineingezogen zum schönen Fräulein Peppi vis-à-vis, die was bei der alten Trafikantin 2 Betten bewohnen tut. Da selbst feiert der liebe Vater auch meistens die fröhlichen Weihnachten, weil sie, sagt er, so eine treue und warme Brust hat, wie die Jungfrau von Orléans. So verlaufen bei uns zu Hause im Elternhaus die fröhlichen Weihnachten immer als ein Fest der Freude, der Liebe und der Versöhnlichkeit. Außer, wann nämlich merkwürdigerweise unsere Köchin die Mali gerade um die Zeit ein kleines Kind kriegt. Das Letztere kommt aber höchstens alle Jahr einmal vor. Singst du vielleicht, lässt du vielleicht eine vor? Ah, die gibt es auch auf der CD drauf. Ja, die jetzt kommt, ist auf der CD. Ich wollte eigentlich einen jüdischen Witz erzählen, aber ich weiß nicht, ob das kann. Es gibt einen Weihnachtswitz. Also zu Weihnachten am Westbahnhof steht ein alter Jude und sagt, könnten Sie mal geben eine Karte nach Salzburg? Sagt, ja bitte, was gibt man? Sagt, 260 Schilling kriege ich. Sagt, ich werde Ihnen geben 220, aber es wird genügend. Sagt, dann sagt sie, wahnsinnig, kriege sofort 260 Schilling von Herrn. Sagt, na gut, dann bringe ich 20 drauf, aber es wird genug sein. Sagt, dann passen Sie auf, wenn Sie mir nicht sofort 260 Schilling geben, dann kriege ich von überhaupt nichts. Sagt er, nicht, dass Sie mir drohen, es gibt auch noch den Südbahnhof. Schadenfreude, eigentlich kein Thema zu Weihnachten, aber doch, ne? Ja, nee, ja. Von einem Nachbar denke ich sowieso. Unlängst, wie es so stark hat geregnet, ist mir was Komisches begegnet. Das hat mir gezeigt, dass die schönste Freude die Schadenfreude ist für die Leute. Wie ich bei einer Holzstelle stehe
war auf der Schiene schon ein See. Na, was heißt ein See? Ein kleines Meer. So stark hat es britschelt gehabt vorher. Die Tramme steht zum Einstehen offen, mich hat es aber nicht betroffen, denn ich habe auf eine andere gehört, die was am selben Gleis durchfährt. Gerade wie das Tiro wird geschossen, kommt ein Mann schnell zugeschossen, in der Hand an Blumenbuschen und glaubt, er kann nur eine huschen. Doch wie es im Leben halt oft geht, er kommt einmal Sekunden spät, ist schon an dem Waggon zu dicht und verliert im Schwung sein Gleichgewicht. Verzweifelt sucht einen Halt, der Zug fährt an gerade und er fällt. Wenn er den Griff nicht erpacken kann, genau aufs Gleis in den Riesenlocken. Er fällt am Hintern, dann am Rücken, rundherum durchs Wasser klucken und wie er rudert mit dem Bouquet, rennt rundherum auch schon der Schmäh. Der ist im Glockenkopf wegen Blumen, dass endlich zu einem Wasser kommen. Einer sagt, haben Sie ein Masel, heute brauchen Sie gar keine Vasen. Den Armen in der Locken drin haut es jetzt zum dritten Mal gerade hin und immer wieder auf den Rücken, dabei tut er nicht einmal mehr zucken, als die da richtig Tempo machen. Das ratzt natürlich sehr zum Lachen. Macht's doch nicht, sagt er daneben, tut es ihm lieber einen Ratschlag geben. Darauf geht der Mann zum Randstein hin und sagt zu dem im Wasser drin: In Adenau, sind Sie nicht so dumm und dran sind auf die Brust herum. Den eins ist klar, mit dem Rückenschwimmer erwischen Sie die Tramwein nicht.